Dirk, 1:1 im Testspiel gegen den 1. FC Magdeburg. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, erstmal ist mir das Ergebnis ziemlich sekundär wichtig. Ich glaube, dass wir ein paar gute Erkenntnisse aus der Partie ziehen konnten, dass wir schon eine leichte Grundmüdigkeit nach den sehr intensiven, anstrengenden Einheiten hatten, dass sich die Mannschaft trotzdem zusammengerissen hat und auch nach dem Rückstand diese Partie definitiv nicht mit einer Niederlage zu Ende gehen lassen wollte. Dass wir uns auch ganz gut bewegt haben. Klar, in der jetzigen Phase der Vorbereitung ist auch, dass nicht alles funktioniert, dass der ein oder andere Konzentrationsfehler speziell im Spiel nach vorne auch sichtbar war, aber trotzdem, dass eine gewisse Kompaktheit sichtbar war von unserer Seite, dass wir speziell in der zweiten Halbzeit auch gute Ansätze nach vorne hatten, wo wir uns ein paar Mal gut durchkombiniert haben. Die Magdeburger eine Woche weiter sind, das hat man auch gesehen, eine gute Mannschaft in der dritten Liga ist. Ja, und wir im Endeffekt mit dem Ergebnis, okay, aber dem möchte ich gar nicht so viel Bedeutung beimessen. Vielen Dank. Gerne.